Ich denke, wir legen los. Ich sage herzlich willkommen zum Webtalk Digitale Barrierefreiheit am Beispiel von erwachsenenbildung.at. Mein Name ist Wilfried Frey, ich mache die Portalleitung für erwachsenenbildung.at. Und werde Sie heute durchs Programm führen, in moderierender Weise. Dieser Webtalk ist möglich und die Arbeit, über die wir heute auch berichten, ist möglich, weil wir eine Förderung des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung haben. Wofür wir auch sehr herzlich Danke sagen an dieser Stelle und die uns hilft, diese Arbeit zu machen und auch hier mit Ihnen zu teilen. Wir kennen das ja alle. Bildung und Erwachsenenbildung ist ein Feld, in dem wir versuchen, viele Menschen zu erreichen, damit sie Lerngelegenheiten wahrnehmen können und über die Lernmöglichkeiten auch Bescheid wissen. Und diese Bildungsinformation, die ist heutzutage zu größten Teilen online verfügbar, aber nicht immer für alle gleich gut zugänglich. Sprich, man trifft hier, wenn man online surft, einfach auf Barrieren, auf Informationen, die nicht verfügbar sind, auf technische Hürden, auf Dinge, die man einfach nicht versteht, weil sie in einem Behördendeutsch daherkommen. Vielerlei Hürden, die wir auch alle selbst kennen und die sich auch unterschiedlich darstellen, je nachdem, was die eigenen Voraussetzungen sind. Und damit diese Hürden kleiner werden, gibt es die Idee der Barrierefreiheit, ein sehr hohes Ziel, ein ambitioniertes Ziel. Wir bei Erwachsenenbildung.at sagen, zumindest weniger Hürden wären schon mal ein Schritt nach vorne. Und wir haben uns in den letzten 2,5 Jahren, oder eigentlich schon seit Winter 2020, 2021, auf einen Prozess begeben, dieses Portal für Erwachsenenbildung, das vermutlich viele von Ihnen kennen oder wahrscheinlich alle hier kennen und auch benutzen, barrierefrei oder zumindest barrierefreier zu gestalten. Und haben vor wenigen Tagen das Vergnügen gehabt, sozusagen diesen Prozess einmal vorläufig abzuschließen, wissend, dass das ein Faden ist, den wir weiterspinnen werden und wollen. Aber die sozusagen Webseite ist jetzt neu gelauncht, online, verfügbar. Und wir laden Sie heute ein, auf Basis dieser Erfahrungen, die wir gemacht haben in diesen 2,5 Jahren, uns diesem Thema digitale Barrierefreiheit im Kontext von Bildungsinformation und im Feld der Erwachsenenbildung zu nähern. Ich freue mich, dass sich hier eine kleine Runde zusammengefunden hat, um das mit uns zu besprechen. Und möchte Sie gern einladen, bevor ich auch unser Podium sozusagen vorstelle, die Expertinnen, die wir eingeladen haben, das auch mit uns zu tun, 2 kleine Umfragen zu beantworten. Und wir haben hier 2 Fragen für Sie vorbereitet. Und die eine ist, natürlich ein bisschen gemein, weil der Relaunch hat vor 2 Tagen stattgefunden, den wir gemacht haben. Und wir wollen nicht wissen, hatte schon irgendjemand von Ihnen Gelegenheit, da reinzuschauen? Dann klicken Sie hier. Ja? Also seit Montag ist Erwachsenenbildung.at barrierefrei, ja, sage ich, online. Haben Sie das schon wahrgenommen? Haben Sie es auch schon auf Barrierefreiheit hin ausprobiert? Oder haben Sie es gesehen, aber noch keine Gelegenheit, sich anzuschauen? Ist das jetzt eigentlich ein barrierefreies Portal? Es ist ja für viele von uns auf den ersten Blick überhaupt nicht ersichtlich, dass sich da was geändert hat. Also vielleicht optisch. Oder haben Sie es noch gar nicht wahrgenommen, dass das passiert ist? Klicken Sie einfach so auf eine dieser 3 Antwortoptionen und wir schauen uns an, wie der Status ist. So, es verteilt sich. Also die Hälfte hat es noch gar nicht gesehen. 17%, jetzt überlege ich gerade, wie viele Personen sind im Raum, wie viele sind es. Also wenige haben es gelingen gehabt, sich das anzuschauen, auch auszuprobieren. Und andere haben es sich benutzt, wohl in den letzten Tagen, aber noch nicht dahingehend angesehen. Das heißt, wir reden hier jetzt, und das ist ja keine Evaluationsveranstaltung, ja, wir evaluieren nicht, was hier gemacht wurde und wie es gelungen ist, sondern wir machen einfach das Thema auf. Aber ein paar davon haben das hier schon gesehen, was wir gemacht haben. Wir haben noch eine 2. Frage für Sie, denn wir sehen, es ist nicht der erste Webtalk, das erste Webinar, das wir zu diesem Thema machen in den letzten 2 Jahren. Und wir sehen, dass da immer sehr unterschiedliche Motive auch gegeben sind unter denen, die hier kommen, was Sie interessiert. Und ich würde Sie bitten, sagen Sie uns mal, möchten Sie sich einfach jetzt einmal zum Thema da orientieren, also über digitale Barrierefreiheit? Oder haben Sie schon selbst vielleicht etwas in Umsetzung? Gestalten Sie vielleicht irgendein
einen Online-Gang gerade digital barrierefrei oder haben das vor, haben sich das Ziel gesetzt? Oder gehören Sie zu denen, die sagen, na, ich kenne mich schon gut aus, ich hoffe, dass ich hier interessante Leute finde, die Erfahrung haben, die Expertise haben, mit denen ich mich austauschen kann, auch zu spezifischen Fragen? Dann würde man hier mal gerne hineinschauen wollen, wer ist denn da mit uns heute? Da bitte ich Sie auch um Ihre Rückmeldung dazu. So, ungefähr ein Drittel möchte sich da mal orientieren. Genau, es gab mehrfach Antworten, deswegen kommen da mehr als 100% heraus dabei. Zwei Drittel haben da was vor, möchten das wirklich gestalten auch selbst. Und ein Viertel derer, die da sind, hat auch schon höhere Erfahrung und sucht den Austausch zu spezifischen Fragen. Je nachdem, womit Sie kommen, können wir Ihnen vielleicht eine unterschiedliche Seite anbieten. Wir werden versuchen, mit einem Eingangsstatement, danke Martina für das Teilen der Ergebnisse, mal den Rahmen aufzumachen, ein bisschen zu berichten, wie haben wir das bei Erwachsenenbildung.at jetzt angegangen und gelöst. Und was glauben wir, was uns da gelungen ist? Das macht einmal ein bisschen Rahmen, um dann auch darüber weiter zu sprechen. Das soll aber nicht im Vordergrund stehen, sondern es soll dann wirklich auch Gelegenheit sein, dass uns Expertinnen zu Wort kommen und dass sie auch Fragen bitte in den Chat posten, die wir natürlich gerne aufnehmen und versuchen werden auch zu bearbeiten. Wir haben 1,5 Stunden Zeit bis 15 Uhr und werden die gut nutzen. Vielleicht lade ich Sie auch dort oder da, wenn im Chat eine Frage kommt, weil ich denke, vielleicht sollte man das mal auch im Wortlaut hören, dass ich Sie bitte, Sie mir Ihr Mikro freizuschalten. Auch ansonsten werden wir das für das erste Mal so handhaben. Wen haben wir jetzt hier am Podium mit uns? Ich fange vielleicht intern an. Sabine Schnepfleitner ist bei uns im Team Erwachsenenbildung.at die Redakteurin für die Rubrik der Bildungsinformation und sie hat sozusagen den Karren gezogen in den letzten 2,5 Jahren. Ich sage es ganz, ganz flapsig. Also hat das koordiniert und hat versucht, dafür zu sorgen, dass wir das Portal barrierefrei umgestalten. Bist inzwischen auch schon eine gefragte Referentin zu dem Thema immer wieder. Also das Thema greift sichtlich auch in der Erwachsenenbildungs, Community und du bist sozusagen unsere Expertin hier aus der Innensicht. Und ich freue mich, dass wir zwei Externe heute mit einladen durften, die, und das sage ich gleich vorweg, die mit unserer eigentlichen Arbeit jetzt konkret gar nichts zu tun hatten. Also die haben uns auf diesem Weg nicht beraten, nicht angeleitet. Die haben wir jetzt sozusagen ganz unbefangen eingeladen, mit uns da in die Diskussion zu gehen. Und das ist zu einem Frau Magister Viktoria Purns von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, FFG. Sie ist eine Expertin für digitale Barrierefreiheit. Führen Monitorings durch, Überprüfungen von Webseiten. Ich glaube, Sie kennen sich ja rechtlich sehr gut aus mit der Situation, die da im Hintergrund steht. Und ich glaube, Sie haben ja auch einmal eine Untersuchung durchgeführt, was ja die großen Barrieren und Hürden auch sind, oder, die es da gibt in so einer Implementierung. Und wissen ganz gut, wo es da hakt. Und das ist halt sicher interessante Erfahrung für uns auch. Willkommen, Frau Burns. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Und der zweite, den wir heute eingeladen haben, ist Gerhard Nussbaum. Der uns heute hier in den grauen Dezembertag hinein, zumindest hier in Graz ist es so, ein bisschen Strandfeeling zaubert mit seinem Hintergrund. Herr Nussbaum, Sie sind technischer Leiter und auch stellvertretender Geschäftsführer bei KII, Kompetenznetzwerk Informationstechnologie zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen. Sie haben also sowohl einen starken technischen Background, Sie haben auch eine sicher viel Erfahrung, Wissen aus einer betroffenen Sicht, wenn man einfach Hürden vorfindet beim Browsen online, bei der Nutzung von Online-Diensten, die vielleicht andere nicht so erfahren, ja, und können ein bisschen sozusagen auch Interessen hier auch, denke ich, mit einbringen, die wir vielleicht gar manchmal nicht so am Schirm haben. Und deswegen auch hallo, Herr Nussbaum, freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ja, danke auch für die Einladung. Super. Wir haben im Vorfeld kurz jetzt die letzte halbe Stunde schon uns in einer Breakout-Session unterhalten und es ist sofort die Diskussion losgegangen. Deswegen will ich auch Sie nicht viel weiter auf die Folter spannen, sondern möchte eigentlich mal sagen, Sabine, bitte gib uns mal einen kurzen Überblick, wie wir dieses Projekt bei Erwachsenenbildung.at in den letzten Jahren angegangen sind. Bitte, Sie brauchen sich nicht fürchten, es wird jetzt keine Show, es ist keine Leistungsschau, die wir hier liefern wollen, sondern eigentlich ein bisschen Einblick, wie haben wir das gemacht und wie sind wir das angegangen, um einen ersten Schritt zu setzen in diesen Erfahrungsaustausch. Genau, ja, ein Hallo auch von meiner Seite und ich werde jetzt gleich meinen Bildschirm teilen, damit ich im Rahmen von einer kleinen Präsentation einfach zeigen kann, worum es uns eigentlich gegangen ist in dem Prozess oder wie wir den Prozess
gearbeitet haben oder umgesetzt haben. Genau, wir sind am Montag online gegangen, wie der Wilfried Frey schon gesagt hat. Das heißt, wir sind noch immer dabei, so die einen, das eine oder andere kleine, den Stolperer auszumerzen, wie es halt so ist bei den Relaunches. Und es sind natürlich auch einige Hürden noch übergeblieben, die wir auch in der nächsten Zeit noch bearbeiten möchten. Und trotzdem möchten wir mal vorstellen, wie wir diesen Prozess angegangen sind, weil wir dafür eigentlich sehr viel Zeit gehabt haben oder uns sehr viel Zeit genommen haben. Es waren jetzt über 2 Jahre, wo wir uns mit dem Thema der digitalen Barrierefreiheit auseinandergesetzt haben. Und zwar war der Ausschlag, also die Dringlichkeit, uns mit digitaler Barrierefreiheit jetzt tatsächlich auch zu befassen und das auf erwachsenenbildung.at umzusetzen, war schlussendlich tatsächlich das Webzugänglichkeitsgesetz. Im Vorgespräch hat der Herr Nussbaum schon gesagt, naja, eigentlich gibt es da schon ganz andere gesetzliche Grundlagen und die viel länger. Völlig richtig. Mit dem WZG war es bei uns so, zum einen, es ist dringlicher geworden, noch dringlicher geworden und zum anderen wurde es anders greifbar für uns, insofern, dass im Webzugänglichkeitsgesetz bestimmte Kriterien verankert sind, die WCAG-Kriterien, die oder damals, jetzt sind sie schon ein bisschen erweitert worden, damals waren es die WCAG 2.1-Kriterien, die uns gesagt haben, also wenn sie diese Kriterien nicht erfüllst, dann seid ihr noch nicht ganz auf dem barrierefreien Weg. Wir haben uns dann mit unserer Webagentur zusammengesetzt, also das ist wukonic.com, und haben geschaut, was hier bei uns am Portal zu machen wäre und sind ganz schnell draufgekommen, das sind jetzt keine kleineren Anpassungen, die wir durchführen müssen, sondern das wird ein großer Relaunch. Muss er vielleicht dazu sagen, das Portal erwachsenenbildung.at besteht schon seit über 15 Jahren, über 15 Jahre, wo es immer wieder Implementierung gegeben hat, Umänderungen gegeben hat und wir haben eine Vielzahl, also mehrere tausend Unterseiten, die wir mehr oder weniger betreuen können. Genau, also das war so diese große Herausforderung, wo wir gesagt haben, okay, wie gehen wir das jetzt gemeinsam an? Wie der Wilfried Frey schon erwähnt hat, das BMBWF hat uns dann das Go gegeben, hat gesagt, okay, da können wir euch finanziell unterstützen. Es ist wichtig, Erwachsenen Bildung.at eben zugänglicher zu machen, besser nutzbar zu machen und einen Schritt weiter in der digitalen Barrierefreiheit zu gehen. Und ich habe schon gemerkt, jetzt in der Zusammenarbeit oder auch in dem Prozess, im Prozessauftakt, war es halt wesentlich, dass wir mit der Webagentur eng zusammengearbeitet haben, weil wukonic.com hat sich eben die sämtliche Kompetenzen hinsichtlich der digitalen Barrierefreiheit, was es angeht, die Programmierung oder das Design entsprechend zu überarbeiten. Und wir konnten uns dann wirklich auf die inhaltlichen Barrieren konzentrieren. Also wir, damit ist die Redaktion von Conedo gemeint. Das war ein sehr intensiver Prozess, wo wir wirklich alle gut mitnehmen konnten und mussten. Vielleicht, was ich auch noch erwähnen möchte, der Herr Nussbaum und die Frau Burns haben uns tatsächlicherweise schon ein bisschen begleitet, insofern, dass die Petra Bleu von wukonic.com und ich auch eine Weiterbildung bei Ihnen gemacht haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich mindestens zweimal bei der Frau Burns angerufen habe, um mir ihre Ratschläge auch zu holen und die Tipps, wie man das angeht. Abgesehen davon, dass die Seite der FFG natürlich jetzt wahnsinnig viele Anleitungen schon parat hat, wie man digitale Barrierefreiheit wirklich in den redaktionellen Alltag umsetzt und das zum Teil auch überprüft. Genau, also das waren so wichtige Wegbegleiter auf jeden Fall auch. Und wenn wir uns jetzt in den Prozess anschauen, dann waren es im Wesentlichen einmal einige Fragen, die für uns relevant waren, die wir uns angeschaut haben. Und zwar am Anfang haben wir geschaut, wo stehen wir? Eine Frage, also dabei geht es darum, dass wir gesagt haben, wir müssen die ganze Redaktion dafür, für diesen Prozess sensibilisieren. Das andere war gleichzeitig auch die Selbstbewertung zu schauen, wo stehen wir, wie ist unsere Website momentan hinsichtlich dieser Kriterien und Bestimmungen gestellt. Wir sind dann draufgekommen, von den damals 51 Kriterien haben wir
damals 19 Kriterien erfüllt und haben gesagt, okay, da gibt es einiges an Nachholbedarf. Das wollen wir ändern. Genau das ist das eine gewesen. Eine weitere Frage war auch, was wollen wir erreichen? Also wir haben ein umfassendes Konzept erarbeitet mit Strategie und Zielen. Welche Maßnahmen und welche Maßnahmenpakete wollen wir umsetzen? Darin haben wir auch definiert, welche Maßnahmen können es sein. Das heißt, was tun wir für die digitale Barrierefreiheit? Und wir wollen diesen Prozess weiterführen hinsichtlich dessen, dass wir gesagt haben, digitale Barrierefreiheit muss zumindest einmal bei uns redaktioneller Anspruch sein, also als Qualitätskriterium bei uns in der Redaktion mitgeführt werden. Es ist ein Prozess und es ist ein Prozess, der in eine Schlaufe geht. Das heißt, nachdem wir jetzt so weit sind, starten wir dann wieder von vorne, wo wir schauen, wo stehen wir und was müssen wir als nächstes überarbeiten. So würde ich das auf jeden Fall einmal sehen. Genau. Und wenn wir hinschauen, ich habe jetzt ein Bild, das etwas Wichtiges für mich zeigt in dem ganzen Prozess. Und zwar ist es ein Papierschiffchen, das zu sehen ist. Und das steht deshalb so, ist deshalb so ein zentrales Bild für mich, weil ich gemerkt habe, bei der digitalen Barrierefreiheit müssen wir einfach alle ins Boot holen. Also zum einen die Auftraggeber, das ist uns gut gelungen. Natürlich auch das Commitment von der Leitung in der Redaktion jetzt, und das Commitment von der Webagentur, die sagt, okay, wir lassen uns auf den Prozess ein und wir eignen uns da vielleicht auch Kompetenzen an, so wie wir. Also wir haben versucht, da uns hineinzudigern. Dann auch von jeder einzelnen Redakteurin und jedem einzelnen Redakteur war es wichtig, eben alle ins Boot zu holen, damit es überhaupt möglich ist, dann digitale Barrierefreiheit langfristig umsetzen zu können. Wenn jetzt, genau, vielleicht auch noch wichtig, wen wir auch immer wieder ins Boot geholt haben, waren zum einen einmal ein Betroffener, der uns ganz am Anfang schon stark die Augen geöffnet hat, was die digitale Barrierefreiheit angeht und was zu tun ist. Und währenddessen haben wir auch die Möglichkeit gehabt, Expertinnen dazu einzuladen, gerade was die Content-Entwicklung angeht, und zwar im Rahmen von einem ESF-Projekt. Und diese externen Inputs, die waren einfach auch wesentlich, um Themen zu erkennen oder To-Dos zu erkennen und auch zu erkennen, wo sind Hürden, die wir vielleicht jetzt nicht so schnell überwinden können. Jetzt aber zu dem Wesentlichen. Das ist ein Satz, der uns eben begleitet hat über die letzten 2,5 Jahre. Wir haben für uns das definiert: digitale Barrierefreiheit bietet die Chance, durch inklusive digitale Informationsvermittlung Inhalte für möglichst alle interessierten User und Userinnen auffindbar und nutzbar zu machen. Das ist so eine Botschaft, die wir so im Hinterkopf haben und auch behalten und mit dem wir unsere nächsten Schritte auch noch gehen möchten. Und ganz klar haben wir das dann in Maßnahmenpakete umgesetzt und haben gesagt, unsere Maßnahmenpakete, wo wollen wir hinschauen im Prozess? Das ist zum einen eben auf die Navigation und Seitenstruktur, da ist etliches zu überarbeiten. Dann wollen wir unsere Content-Elemente überarbeiten, dass wir sagen, wir haben ein einheitliches Design und eine einheitliche Darstellung. Die Tastaturbedienbarkeit, die nicht gegeben war, das war auch ein großer, gerade für die digitale Barrierefreiheit ein wichtiger Meilenstein, wenn das einmal möglich wird. Wir haben uns um Bilder und multimediale Inhalte gekümmert, insofern, dass wir geschaut haben, dass es dieses Zwei-Sinnes-Prinzip entsprechend erfüllt, dass wir Alttexte verwenden, dass wir möglichst Untertitel verwenden. Wir haben unsere redaktionellen Standards angepasst. Das heißt, digitale Barrierefreiheit soll in der Redaktion tatsächlich auch im Alltag verankert sein. Und wir haben auch auf unsere Formulare geschaut, wie können wir die so weit vereinfachen, dass sie gut nutzbar sind. Wenn wir es jetzt auf der Seite anschauen und wenn man mal so weit kommt und die Cookie-Einstellung oder den Cookie-Dialog geschafft hat, dann kommt man auf unsere Seite
und kann hier vielleicht so ein erstes Maßnahmenpaket, das wir umgesetzt haben, man kann jetzt schon erkennen, dass die Tastaturbedienbarkeit funktioniert. Also ich kann jetzt tatsächlich nur rein mit der Tastatur die Seite bedienen. Das war davor nicht gegeben. Und das ist schon einmal so ein erstes Maßnahmenpaket, das wir abhaken könnten, konnten. Gleichzeitig wird hier auch schon die Navigation sichtbar, die Navigation und die Seitenstruktur. Und hier wurde es so verändert, dass man es erstens einmal separat bedienen kann. Und wenn wir auf die entsprechende Unterseite wechseln, Sabine, ich muss mich kurz einmischen. Ich glaube, zu lang. wir haben ein Screenshare ein kleines Problem. Ah, Wir sehen deine Entschuldigung. Folie, wir sehen nicht den Schirm, wo du gerade was zeigen Ah, willst, von der danke Webseite. schön. Du müsstest Danke den schön. Screenshare ändern auf den Bildschirm, den du gerade Ich stoppe. hast. Gerne die Anwendung. Danke. Danke. Du Eigentlich habe ich musst die. jetzt kurz eingehen, sonst können wir dir nicht mehr folgen. Absolut. So, jetzt habe ich den Bildschirm ausgewählt. Jetzt sollte er zu sehen sein, oder? Danke, super. Da ist noch ein Tastaturmodus. Oder die Tastaturbedienbarkeit ist jetzt klar erkennbar, eben mit dem roten Rahmen. Die Navigation funktioniert jetzt mit der ersten Navigationsebene, die aufklappbar ist, dann auch bleibt. Und wenn ich auf die Unterseite wechsle, auf die zweite Navigationsebene, begleitet uns die Navigation jetzt auf der linken Seite, in der linken Spalte. Das ist jetzt vor allem auch für uns Userinnen alle total wichtig, glaube ich, wenn die Navigation ganz klar ist und zusätzlich auch dieser Breadcrumb. Immer wenn man das jetzt uns anschaut, denkt man sich, jo eh, genau. Und das ist gerade bei der Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit, ist mir das immer wieder passiert, dass ich mir gedacht habe, jo eh, ist eh logisch, das braucht man oder das ist wesentlich. Und davor, wo wir es nicht so entsprechend gehabt haben, hat man vielleicht über das nicht einmal nachgedacht. Genau, das ist also zum einen diese Dinge, zum anderen merkt man gerade, wenn es jetzt nur um Navigation und Seitenstruktur geht oder einheitliches Design, dass da beispielsweise große Themenbereiche wie die responsives Design auch reinspielt. Da denkt man sich, ja natürlich, Seite, die jetzt irgendwie adäquat dargestellt werden soll, natürlich schaut man da, dass das responsive ist. Natürlich schaut man, dass man da eine SEO-Optimierung macht. Und gerade digitale Barrierefreiheit und diese großen Bereiche wie Suchmaschinenoptimierung und Responsivität spielen halt ineinander. Genau, dann möchte ich vielleicht auch noch zeigen, wie haben wir versucht, eben gerade bei der Darstellung oder beim Design das gut auseinander zu differenzierbar ma zu machen. Wir haben die Links besser hervorgehoben. Die Links sind auch eindeutig definiert oder wir bemühen uns dahingehend, dass sie eindeutig definiert sind oder sich auch selbstsprechend sind mit Aufzählungen. Wir versuchen kurz zu strukturieren. Und da zeigt sich ja schon das nächste große Maßnahmenpaket, das wir gehabt haben, diese redaktionellen Standards und an denen wir immer noch feilen. Das heißt, wir haben die Content-Elemente reduziert. Es gibt nicht mehr so eine große Auswahl für die Redakteure und Redakteurinnen und gleichzeitig viel mehr Anleitungen, viel mehr Formatvorlagen. Das klingt jetzt ein bisschen eng, erleichtert aber tatsächlich zum einen das Arbeiten nur in der Redaktion, weil man leichter in die Umsetzung kommt und es ist natürlich auch für die User und Userinnen einfacher lesbar oder wahrnehmbar. Genau, also auch mit dem Fokus auf hinsichtlich Usability. Genau, bei den redaktionellen Standards haben wir jetzt entsprechend für Erwachsenenbildung.at spezielle Kriterien ausgearbeitet. Aber wie schon eingangs erwähnt, es gibt total gute Anleitungen und sehr detaillierte schon auf der Seite von der FFG beispielsweise. Gut, damit ich hier noch sehr kompakt bleibe, natürlich haben wir auch die Alternativtexte. Hier kann man mit einem bestimmten Tool können die Alternativtexte, die uns ja weitestgehend, wenn wir visuell arbeiten, nicht sichtbar sind, sondern nur für Menschen, die Screenreader beispielsweise nutzen oder wo es der Browser eben nicht entsprechend ausspielt, sichtbar sind oder hörbar sind.
Hier wird es eingeblendet. Das heißt, wir formulieren jetzt eben auch für sämtliche Bilder die Alttexte. Und ein Beispiel für die Umgestaltung der Formulare. Hier habe ich unseren Beratungswegweiser gewählt. Der hat bislang zwei unterschiedliche Filterelemente gehabt mit einem Dropdown-Menü. Das haben wir jetzt versucht zu eben auch zu vereinfachen und leichter in der Handhabung zu machen, indem dass man eben beispielsweise die Bundesländer nicht mehr mit einem Dropdown-Menü bedienen kann, sondern eben einfach draufklickt, um entsprechend auszuwählen. Also wer unsere Seite davor schon gekannt hat, sie ist jetzt ein farblich entschleunigter, das heißt, man hat viel bessere Farbkontraste und sie ist auch jetzt ein einfacher navigierbar oder sichtbarer navigierbar. Genau. Also das wollte ich jetzt nur so im Großen und Ganzen einmal überflogen haben. Barrierefreiheitserklärung haben wir auch eingepflegt. Ups. Möchte vielleicht auch noch sagen, das ist ja auch etwas sehr Wesentliches, was man sichtbar machen sollte. Und für uns war die Barrierefreiheitserklärung tatsächlich wichtig, weil wir mal schwarz auf weiß gehabt haben, was fehlt oder wo sind noch, wo es noch Nachholbedarf oder zum Teil auch, wo werden wir es vermutlich in Zukunft nicht wirklich schaffen, da wirklich barrierefrei zu werden, weil es einfach hinsichtlich der vielen Seiten nicht die Möglichkeit gibt, für alle Bilder beispielsweise Alttexte zu gestalten. Genau. Dann, das habe ich schon gezeigt, genau. Prinzipiell möchte ich vielleicht sagen, oder was uns war, mit wichtig war, ist, dass für uns die digitale Barrierefreiheit Schritt für Schritt Standard wird und ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist für unsere Seite oder auch noch wird. Also wir sind einfach kontinuierlich dabei, diesen Prozess oder diesen Weg weiterzugehen und haben jetzt ersten großen Schritt getan. Wir haben Ihnen jetzt einen kleinen Einblick gegeben, was wir versucht haben, was vielleicht gelungen ist. Und ich glaube, in der Diskussion werden wir nochmal genauer hinschauen können drauf, wo bei uns auch unsere Stolpersteine waren oder unsere großen Herausforderungen. Aber wir sind am Weg. Das ist so meine Abschlussfolie und dann würde ich gerne wieder zurückgeben an den Wilfried, damit wir in die gute Diskussion starten können. Vielen Dank, Sabine, für diesen Einblick. Wir haben besprochen, wir versuchen es so zu machen, dass es doch anschaulich ist. Warum ist es uns gegangen und was ist das geworden? Aber auch nicht zu so sehr in die Tiefe zu gehen. Ich hoffe, es ist jetzt auch gelungen. Jetzt wende ich mich einmal an unsere beiden Expertinnen, auch Viktoria Burns, Gerhard Nussbaum. Wie wir es jetzt dargestellt haben, wie wir das angegangen sind in der Redaktion und was da gemacht wurde. Sagen Sie jetzt auch so wie die Sabine Schneppleitner, joe, so macht man es? Oder wie kommt das? Ist es sozusagen so ein typisches Vorgehen? Oder sagen Sie, das kann man auch ganz anders anlegen? Wie würde mal so erste Rückmeldung Ihrerseits das so interessieren, wie sich das für Sie gerade so darstellt? Wollen wir vielleicht bei Ihnen beginnen, Frau Burns? Ja, gerne. Ja. Also das hört sich im Prinzip alles sehr gut an. Ich meine, der wichtigste Schritt bei dem Ganzen ist ja auf jeden Fall mal der, dass man sich mit dem Thema befasst, dass man versteht, worum es überhaupt geht bei dem Thema, was ist der Mehrwert von einer barrierefreien Webseite. Das ist ja auch schon mal ein Prozess, dorthin zu gelangen und dass das dann auch in der Organisation gelebt wird. Das ist ein ganz wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Schritt bei dem ganzen Thema, weil, wie die Frau Schnepfleitner eh schon ausgeführt hat, es ist ein Prozess und dieser Prozess wird auch nicht zu Ende sein. Also er wird immer wieder wird's diesen Kreislauf brauchen, dass ich schaue drauf auf die Inhalte, merke, da ist was nicht in Ordnung, dann arbeite ich nach. Es braucht ständig die Webredakteurinnen, die Bescheid wissen und die das verinnerlicht haben, wenn sie neue Inhalte einpflegen, dass sie die Barrierefreiheit berücksichtigen müssen. Also deswegen muss das sozusagen in die DNA einer Einrichtung einfach übergehen. Und ich glaube, dass, also es klingt danach, als wären sie da am richtigen Weg oder vielleicht sogar schon sehr weit. Also finde ich das super auch, dass man sich da Zeit genommen hat und gesagt hat, das ist jetzt nicht auf Knopfdruck,
wir machen das, wir starten jetzt und in 2 Monaten sind wir fertig und dann ist es abgeschlossen, sondern das braucht einfach seine Zeit. Und was wir schon immer als Monitoringstelle empfehlen, wenn man uns fragt, wie sollen wir anfangen, dann ist eigentlich schon unsere Empfehlung immer, sich einen Experten, eine Expertin zu holen, also eine Agentur, die einen da begleitet, eine Agentur, die fit ist in Sachen digitaler Barrierefreiheit. Da gibt es jetzt insbesondere seit 2019, seit es das Webzugänglichkeitsgesetz jetzt auch gibt, gibt es da schon wirklich großartige Agenturen, die da eben auch begleiten können, die so einen Webcheck machen können. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also man muss da einfach auch viel Erfahrung haben, dass man da wirklich einen guten Report auch verfassen kann, mit dem dann die Einrichtung gut arbeiten kann. Und es braucht natürlich auch die Tools. Also das wäre, wenn man die Wahl hat und das Budget hat, ist das dann eigentlich immer der Startpunkt. Aber gleich wichtig, und das haben Sie gemacht, ist, dass man das Wissen intern aufbaut, weil eben, wie schon gesagt, die Website ist nicht statisch, sondern die entwickelt sich ständig weiter und lebt von dem Einpflegen der neuen Inhalte der Webredakteurinnen. Also das heißt, wenn das Wissen nicht intern aufgebaut wird, dann bringt es auch nicht viel, wenn man es einmal gut aufgesetzt hat, weil es wird dann wieder schlechter werden, was natürlich schade ist. Also die Barrieren werden dann wieder neu hinzugefügt. Also deswegen ist es eigentlich, also wenn man sich's aussuchen kann, wäre die Empfehlung, dass man eben am Anfang einen Experten, eine Expertin dazu holt, denen da begleitet und gleichzeitig aber auch eben intern diese Expertise aufbaut. Ja, Das heißt also. sozusagen ich nenne es jetzt Englisch Learning Attitude, also sozusagen die Bereitschaft, sich als Organisation dazu bewegen, zu lernen, Kompetenz aufzubauen, das auch in die Breite zu bringen, auch diesen Wert zu teilen oder die Werte, die um das da geht. Das würden Sie unterstützen so. Auf jeden Fall. Ich bin kurz vielleicht zurück zu Sabine, also wir hatten ja ein bisschen Vorerfahrung auch im Team, ja, und auch durchaus Leute, die schon ein bisschen Weiterbildung dazu besucht hatten, was sicher ein Vorteil war, aber dir war das ja immer besonders wichtig, Sabine, ja, dass man sozusagen das in die Breite bringen, dass alle ein Commitment, sich zu committen auch zu diesem Prozess, den wir da gehen wollen. Was würdest denn du sagen, was war da einfach ausschlaggebend, dass das gelungen ist? Also ich glaube, die Expertise von außen, denke ich mal, ist immer wichtig und die könnte man auch vorstellen, dass eben, wenn es von außen Überprüfung gibt oder wenn wir uns da noch was Zusätzliches holen, wäre wieder ein neues Lernfeld. Bei uns war es so, dass wir eben gesagt haben, wir machen mal Selbstbewertung und zwar die Selbstbewertung zum einen eben von Seiten der Webagentur wukonic.com, die eben den technischen Hintergrund genau angeschaut haben, die Programmierung, das Design, was absolut ihre Expertise ist, und wir haben uns auf die redaktionellen Inhalte konzentriert und haben da eben einen kriteriengeleiteten Selbstcheck für uns ausgearbeitet. Einfach einmal dafür, dass es für die Bewusstseinsbildung, also dass jede Redakteurin und jeder Redakteur sich einmal hingesetzt hat, eine Seite angeschaut hat auf erwachsenenbildung.at und geschaut hat, was könnte man da überarbeiten oder was bedeutet es, barrierefrei zu kommunizieren beispielsweise. Genau. Also ich glaube, das war schon ganz wichtig, dass alle im Boot waren, schon alleine, dass sie dann direkt im Prozess drinnen waren. Indem, dass ich einen Selbstcheck einmal durchgeführt habe, eine Seite dahingehend angeschaut habe und wir Redaktionsmeetings dazu gehabt haben, das war ein großer Mehrwert, glaube ich, dass alle mitmachen. Genau. Danke. Herr Nussbaum, an Sie wende ich mich jetzt natürlich auch noch zu dieser Präsentation von Sabine Schneepfleitner. Im Vorgespräch habe ich ja schon den Eindruck gehabt, Sie sind ja jemand, der auch mit Kritik nicht lange hintanhält. Das finde ich ja sehr erfrischend, weil wir gesehen haben, wie wichtig es ist, also in diesem Prozess einfach offen zu bleiben für Selbstkritik und auch für Rückmeldungen und einfach auch Expertise und auch aus Betroffenheitsexpertise sozusagen hinzuhören, wie das erlebt wird. Wie haben Sie diesen Prozess jetzt so eingeschätzt, den wir da durchlaufen haben? Würden Sie sagen, was ist da von außen betrachtet gelungen? Wo sagen Sie,
Obacht, wenn man das so angeht, vielleicht kann da was schiefgehen. Was denken Sie? Was fällt Ihnen ein dazu? Nein, ihr habt es eh richtig anpackt. Es gibt prinzipiell zwei Zugänge. Ich muss einmal dazu sagen, ich begleite sehr viele Prozesse in die Richtung. Und es gibt den Zugang, okay, irgendwer hat einmal gehört, wir sollten barrierefrei sein, dann wird eine Agentur gesucht, da heißt dann, macht's, dann wird einmal irgendwas umgesetzt. Irgendwann werden einmal Redakteure und Redakteurinnen geschult, und das war's dann. Geht über kurz oder lang oder kann über kurz oder lang relativ schief gehen. Gerade speziell, wenn nur ganz wenige Redakteure, Redakteurinnen geschult werden, dann geht das Wissen sehr, sehr schnell verloren. Vor allem, wenn es sehr viel Fluktuation bei den Mitarbeitern gibt. Also da habe ich schon Prozesse gesehen. Ja, nach der dritten Generation war da gleich gar nichts mehr da. Und die zweite Geschichte ist natürlich, es müssen auch die Chefitäten, Verantwortungsträger und so weiter zu 100% dahinterstehen. Wenn die Herrschaft nur so halbherzig hinter der Geschichte stehen, ist das natürlich dann auch ein riesengroßes Problem. Also gerade bei dem Umsatz. Wenn man es in die Richtung macht, wie es ist, das gemacht habt, dann ist natürlich das ganze Team von vornherein mit im Geschehen, und erarbeitet sich gemeinsam Wissen. Und vor allem ist das Wissen im Endeffekt auch sehr, sehr wichtig, gerade für die Redakteure und Redakteurinnen, speziell im Alltagsgeschäft. Das heißt, die müssen ja Inhalte einpflegen, die müssen die Webseite warten, und da braucht man einfach das Wissen, damit man die Qualität aufrechterhalten kann. Man, von Autoren- oder Redakteurinnen- und Redakteurssicht ist jetzt die Barrierefreiheit selber gar nicht so extrem. Also es ist jetzt nicht unbedingt das große Hexenwerk. Weil in der Regel in einem Content-Management-System kommt man eh nicht aus. Auf der anderen Seite, das CMS implementiert, die ganzen Templates und so weiter implementieren, die haben da natürlich schon wesentlich mehr, was gemacht werden muss, oder mehr in der Hand. Und wenn die was versaudackeln, ist das natürlich extremst schwerwiegend. Weil das natürlich dann das ganze Portal betrifft. Von Redakteursseiten, naja, wenn was schief geht, dann betrifft es vielleicht ein oder zwei Seiten und nicht gleich das ganze Portal. Also es ist jetzt dort nicht so kritisch, aber wie gesagt, je besser natürlich dann Redakteure, Redakteurinnen geschult sind, sensibilisiert sind, geht das Ganze natürlich wesentlich einfacher vonstatten. Und eine wichtige Geschichte ist ganz speziell die Sensibilisierung. Wieso muss ich was tun? Oder wieso muss ich denn das unbedingt tun? Jetzt sitze ich so seit anderthalb Stunden da, tue da stupide irgendwas, und wenn da natürlich dann der Background fällt, wieso man das macht, dann fällt natürlich die Arbeit extrem schwer. Und wenn man weiß, okay, das hat den und den Sinn, was ich jetzt gerade mache, dann ja, ist es wesentlich einfach oder fällt die ganze Arbeit wesentlich einfacher. Also ein Stück weit blasen Sie ins selbe Horn sozusagen. Es geht ganz stark um Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung. Und Sie haben uns darauf hingewiesen, zu achten, dass man, dass das nicht versandet, dieses Wissen auch schnell wieder. Nicht? Wenn Sie reden von Personalfluktuation, ja. Ich habe Sie also verstanden, ich würde es jetzt in eigenen Worten so sagen, jetzt sowas wie einen Barrierefreiheitsbeauftragten im Unternehmen zu nominieren, der das dann ziehen muss, das kann auch zu wenig sein. Nicht? Sondern es geht schon, es geht in die Breite. Sie haben ja gesagt, die Chefitäten sozusagen mit einbinden, ja. Die sollen das mittragen. Sonst gibt es ein bisschen die Gefahr, dass dann jemand auch ein bisschen verhungert auf diesem Weg, der das dann ziehen soll, das Thema, oder? Also ich würde einmal sagen, der Barrierefreiheitsbeauftragte ist der Chef. Also Geschäftsführer, was auch immer, weil der sollte also wirklich zu 100% dahinterstehen.
es kommt natürlich dann immer darauf an, gerade in sehr, sehr große Redaktionen macht es unter Umständen Sinn, wo man Workflow definiert. Das heißt, da gibt es Autoren, Autorinnen, die klopfen einmal die Inhalte ein, verfassen das Ganze, und dann gibt es vielleicht noch eine Qualitätskontrolle, die dann hinterher nochmal drüber schaut, und die dann das endgültige Okay gibt, dass der ganze Inhalt dann veröffentlicht wird. Wäre eine gute Möglichkeit. Natürlich braucht man da entsprechend Ressourcen, das ist leider nicht immer gegeben. Ja, genau. Frau Purn, Sie wollen gerne noch was ad hoc dazu sagen? Genau, also zu dem, was der Gerhard jetzt gerade eben gesagt hat. Also bei uns in der FFG zum Beispiel, wir sind knapp 400 Mitarbeiterinnen. Wir befassen uns hauptsächlich mit Forschungsförderungen. Aber bei uns haben wir das mit Power-Userinnen sozusagen gelöst. Also es gibt so ein gewisses Grundwissen, das alle MitarbeiterInnen haben bei uns in Sachen digitale Barrierefreiheit. Aber gerade wenn es um spezifischere Dinge wie zum Beispiel Dokumente geht, also ein PDF, das barrierefrei sein muss, dann braucht es da schon erstens Erfahrung und zweitens auch die Regelmäßigkeit. Also wenn ich einmal im Jahr ein barrierefreies PDF erstelle oder von mir aus auch dreimal im Jahr, dann werde ich vielleicht auch vergessen, was ich zu berücksichtigen habe. Oder ich brauche dann einfach auch viel länger, das zu erstellen und habe vielleicht auch nicht das notwendige Tool, was es da braucht. Also es macht schon Sinn, wenn man eben dieses Basiswissen auf einer hohen Flugebene eben hat im Unternehmen, aber dann Experten und Expertinnen, die dann noch, also in der Lage sind, das nochmal zu überprüfen und da wie dort dann noch den letzten Feinschliff zu machen. Mir gefällt es, wir sind auf einer sehr konkreten Ebene unterwegs. Es ist sehr, sehr, sehr greifbar, kommt man das vor, Sie auch gerade auch reden. Worum geht es hier? Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Erhebung, die wir eingangs durchgeführt haben bei unseren Teilnehmern, dass es viele gibt, die konkret am Umsetzungsfragen sich beschäftigen, dann glaube ich, haben wir da gute Aspekte. Es ist im Chat vorher ein bisschen die Frage gekommen und sind ein paar Postings gekommen, wo Sie sich auch beteiligt haben, Frau Burns und du, Sabine. Gibt es Agenturen, die sich besonders gut auskennen? Sie, Frau Purns, haben da verwiesen auf einen Verein, glaube ich, wo Agenturen vernetzt sind, wo man ein Stück weit einen Anknüpfungspunkt findet, wenn man recherchiert. Ist das? Genau, der Ja. Verein Accessible Media, das ist ebenso eine Vereinigung von verschiedensten Agenturen, Ja. österreichischen Agenturen, die sich eben dem Thema verschrieben haben. Also, wir machen jetzt nicht nur das Thema, aber sind Webagenturen hauptsächlich, die da wirklich fit sind in dem Bereich. Aber Super. Achtung, die sind mehr oder weniger fast alle in Wien. Es gibt auch viele, viele andere über ganz Österreich verteilt, wo jetzt nicht bei Accessible Media dabei sind. Ich würde einmal so Wie sagen, findet man die? ja, relativ einfach, wo man einfach mehrere Agenturen anklopft und von mir sagt, hallo Leute, wir brauchen eine WCAG-konforme Webseite oder WCAG 2.1, 2.2 AA-konforme Webseite, wo die Agentur oder die Leitwirten schauen, mit einem großen Fragezeichen, dann würde ja mal für das Projekt die Agentur nicht unbedingt in Betracht ziehen. Wenn es jetzt zu viel Jargon ist, also WCAG sind die Web Content Accessibility. Webzugänglichkeitskriterien, da gibt es einen Standard, der sehr ausdifferenziert ist und der gerade sozusagen ein aktuelles Level hat, dieses 2.2, was Sie beschreiben, ja, an dem man sich orientiert. Das haben auch wir für unseren Selbstcheck ursprünglich hergenommen. Ja. Aber ich habe Sie jetzt unterbrochen, Herr Nussbaum. Na, wichtig ist, nicht zur Agentur gehen und einfach sagen, wir brauchen eine barrierefreie Website. Barrierefreiheit ist ein sehr, sehr, sehr extrem dehnbarer Begriff. Das geht von da bis dort. Ich habe dann schon gehört von Agenturen, ja, da machen wir so das berühmte kleine, mittlere und große A für drei Schriftgrößen. Und dann machen wir noch so einen Button für hoher Kontrast. Das heißt, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift und dann ist das Ganze barrierefrei. Oder in die andere Richtung, na, da gibt es dann eh so schöne Overlay-Tools. Ich sage jetzt keine Namen, da pflanzt man sowas auf, und dann ist das Ding barrierefrei. Also die Overlay-Tools kann man sich komplett sparen. Die Kohle, die ist da komplett falsch investiert. Da ist, wie gesagt, am wichtigsten, dass eben
die Seiten entweder WCAG, also Web Content Accessibility gedeckt. Accessibility Guidelines 2.2 AA konform oder EN 301549, das ist die europäische Norm. Die ist für alle öffentlichen Webseiten wichtig, und zwar in der Fassung 3.2.1. Und da sind nämlich noch ein paar zusätzliche Kriterien drin, die über WCAG hinausgehen. Und das muss die Agentur einfach kennen, und das müssen die Agenturen implementieren. Und wie gesagt, wo man hingeht und die zwei Namen sagt, und es kommen da große Fragezeichen. Besten Bogen rundherum und weitersuchen. Nein, danke. Ich hätte mir jetzt die Auflage für die nächste Runde gar nicht besser wünschen können, weil ich möchte jetzt zwei Personen aus unserer Webagentur, mit der wir gearbeitet haben, kurz bitten, da mit Video und Stimme auch sich hörbar zu machen. Firma Voconicom, Reinhard Posch ist einer der Gesellschafter und Geschäftsführer dort, und Peter Ploy hat uns da sehr in diesen 2,5 Jahren unterstützt. Ihr habt ja mit uns ein bisschen einen Lernprozess durchgemacht, denn es war ja nicht so, dass das euer Steckenpferd schon war im Vorfeld, soweit ich mich erinnere, sondern wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen für Erwachsenenbildung.at, und es war klar, da begeben wir uns auf einen Prozess, den wir auch gemeinsam ein Stück weit definieren und auch bewältigen wollen. Wie ist denn das für euch so im Rückblick? Was sagt ihr, was habt ihr in diesem Projekt gelernt, oder kommt euch jetzt rückblickend wichtig vor, wenn man so ein Projekt für barrierefreies Redesign, Relaunch einer Website angeht? Gib mal der Peter das Wort und ergänze dann. Also, ich würde schon behaupten, dass ein gewisses Vorwissen natürlich vorhanden ist. Als Webagentur kann man das Thema Barrierefreiheit jetzt nicht komplett ignorieren. Das funktioniert nicht. Aber natürlich eine gewisse Spezialisierung in dem Fall hat natürlich auch uns vor gewisse Herausforderungen gestellt, vor allem auch der Umfang des Portals und die gewachsenen Inhalte im Laufe der Jahrzehnte sozusagen haben durchaus Herausforderungen mit sich gebracht, die von Anfang an nicht ganz so klar waren und entsprechend auch erst im Evaluierungsprozess sich dann herausgestellt haben, herauskristallisiert haben. Aber ganz grundsätzlich ist es ein Prozess, auf den man sich einfach einlassen muss und Schritt für Schritt auch sich selbst immer wieder überprüfen muss. Und natürlich auch immer am aktuellen Stand der Technik bleiben. Das heißt, lernen, lernen, lernen gehört natürlich so oder so dazu. Ja, also ihr habt es natürlich jetzt nicht auf die grüne Wiese, was ein neues CMS-System und eine Programmierung stellen können, sondern wie du sagst, viel historischer Content. Das Portal gibt es seit 18 Jahren online, und da gibt es Tausende, Zehntausende von Subseiten, die da natürlich ein bisschen mit reingefallen sind. Es war stark die Frage, was greifen wir auch tatsächlich an? Ja, genau. Peter, du hast jetzt beschrieben, dass es sozusagen die Herausforderung war, eben genau das zu bewältigen. Man kommt dann drauf, man schaut sich Dinge an, wie sind sie und wie macht man sie barrierefrei. Ja. Ich habe verstanden, dass du sagst, man muss also immer wieder reflektieren, sehr selbstkritisch hinterfragen. Ist es sozusagen diese Haltung primär, mit der ihr das dann bewältigt habt, oder gibt es noch irgendwas, ihr sagt, naja, was hat sich da besonders bewährt, um das auch zu bewältigen? Ihr habt sich viele Dinge von uns ferngehalten auch. Also wir haben natürlich viel intensiv zusammengearbeitet, vor allem die Sabine. Aber vieles habt ihr einfach gelöst, ohne dass wir genau wissen, wie das gelungen ist, Reinhard. Ja, das haben auch nicht wir, sondern unser Programmierer im Hintergrund gelöst. Oft auch zugegeben, ohne unser technisches Wissen. Natürlich gibt es als Agentur jetzt so einen technischen Zugang. Und das ist schon ganz interessant, irgendwie so im Nachhinein, weil wir jetzt natürlich in den letzten Tagen auch so ein bisschen reflektiert haben mit. Oder wir sind jetzt auch eine Suchmaschinenoptimierungsagentur eigentlich, wo ja immer schon gesagt wird, Barrierefreiheit und Suchmaschinenoptimierung ist was gut zusammenhängt. Und dann gibt es halt solche Regeln wie, es muss überall ein Alt-Text stehen oder so. Oder auch bei der Suchmaschinenoptimierung, wenn man dann halt genauer anschaut, und das ist so ein einfaches Beispiel, das ich rausziehen möchte, ist, nein, es macht nicht Sinn, irgendwie jedes Bild zu beschreiben. Also ich überlege mir dann immer, ohne jetzt jemand betroffen zu sehen, aber wenn das jetzt, was ja bei der Erwachsenenbildung.at jetzt nicht ist, aber bei anderen durchaus, eine bilderreiche Seite ohne jeglichen Mehrwert, also
Und dann werde ich einfach irgendwie, dann wird mir irgendwie nur vorgelesen. Also irgendwann würde ich wahrscheinlich auch wahnsinnig werden, wenn ich mir das alles anhöre mit, hier sitzt ein Mann mit weißem Bart und schwarzer Brille und etc. etc. Also das sind so kleine Beispiele, wo wir auch gelernt haben, wir haben ja immer uns zurückgenommen, auch wenn es technisch geht, macht es überhaupt Sinn? Irgendwie solche Dinge zu machen haben auch viel natürlich diskutiert, vor allem zusammen mit der Sabine, mit was. Waren manchmal auch durchaus aus unterschiedlicher Ansicht, was barrierefrei, was wir oder jetzt Conedo als barrierefrei sieht, aber war natürlich durchaus spannend, irgendwie den Prozess auch zu erleben und sich das anzuschauen. Das heißt, es braucht einfach auch viele Einzelentscheidungen, wo man ein Stück weit gemeinsam also einen Meinungsbildungsprozess geben muss, oder? Verstehe ich. Also eben du sagst, man diskutiert, man wägt auch ab, es gibt viele Kriterien, aber wie man sie erreicht, oder wie weit das Erreichen auch sozusagen Wirkung hat, ist dann oft auch ein Bewusstseinsprozess, der nicht über reines Regelwissen zu lösen ist. Verstehe ich das richtig, Reinhard, dass du Genau, genauso da ist das. bist? Ja. Und es vermischt sie halt, auch wenn die Trennung eigentlich nach außen hin klar ist. Und so ein interner, der sich durchaus ausplanen kann, war, bitte, wir kümmern uns nicht um Inhalte und Content. Das ist Conedo-Aufgabe, bitte nur die technische Umsetzung. Das haben wir bis zum letzten Tag, war das nicht möglich. Umgekehrt natürlich auch irgendwie. Aber man muss halt zusammenarbeiten. Das ist immer Teil des Projekts. Also die Wishlist sozusagen auf beiden Seiten werden dann auch immer größer, oder? Das ist, gehört natürlich auch dazu in so einem Prozess und Ja, Arbeitsprozess. und im Endeffekt ist es gut, wenn man auch ein Projekt aufsetzen kann. Also was wir in letzter Zeit, Barrierefreiheit wird halt durchaus jetzt immer mehr Thema und wir kriegen auch dazu Anfragen. Und eigentlich ist so ein Erstgespräch, kommt dann raus, es gibt jetzt das WordPress-Plugin, das halt alles vorlesen kann und die Schrift vergrößern kann. Und dann versucht man irgendwie zu erklären, nein, irgendwie, also das ist jetzt auch so, was ich im Lernen gelernt habe, jemand, der eine Vorlesefunktion braucht, hat wahrscheinlich ein Tool oder ein Gerät, mit dem man das machen Aus. kann. Es gibt so Dinge, die halt super wichtig sind, wie sich auf der, also wenn eine Website nicht navigierbar ist, hilft mir das beste Vorlesetool auch nichts am Ende des Tages. Also auch wie schon vorher erwähnt, das sind so Zugänge, die ich immer wieder sehe, weil es ist halt so ein Punkt barrierefrei, das kommt halt dann auch in der Liste, der was beim neuen Webauftritt oder beim Relaunch beachtet werden muss, wird der Punkt aufgeschrieben und dann versucht halt jeder so ein schnelles Häkchen zu sehen. Ich bin ja der Meinung, man muss da jetzt nicht irgendwie die Listen massivst abhaken. Natürlich ist es toll, wenn wie bei der Erwachsenenbildung auch ein Budget da ist, mit dem man toll arbeiten kann. Aber ich sage euch immer, man kann auch mit wenig Stunden irgendwie eine Webseite barrierefreier machen. Aber man muss halt schauen, was wirklich wichtig ist am Ende des Tages. Da kann man halt nicht alle Kriterien irgendwie auf grün setzen, aber ich bin schon der Meinung, es gibt sehr, sehr wichtige Kriterien, die berücksichtigt Man werden muss sollen. priorisieren. Ja. Da Frau Burns, muss jetzt Sie haben die, Einspruch. Entschuldigung, Herr Nussmann, die Frau Burns hat die Hand gehoben. Bitte. Ich gebe mal das Wort zu Ihnen, kommt dann auch zu Ihnen. Ja, nur ganz kurz, weil ich das einen sehr wichtigen Punkt finde, was Sie gerade gesagt haben, Herr Bosch, das sind diese sogenannten Overlay-Tools, also diese Tools, die man auf die Webseiten knallt, die dann eben versprechen, dass wenn ich das draufgebe, dann ist die Seite für Menschen mit Behinderungen super bedienbar. Das ist halt leider einfach wirklich nicht der Fall. Also das ist ein großer Irrglaube, das ist auch gefährlich, das zu glauben, weil das einfach nicht so ist. Also die Basis ist immer eine Webseite, die barrierefrei ist. Diese Tools können da nichts reparieren. Die können nur etwas, was eh schon gut ist, verbessern. Oder was in den meisten Fällen aber so ist, sie verschlechtern es eigentlich dann eher nur. Also man muss da wirklich sehr aufpassen. Das sind auch Firmen, die teilweise sehr aggressiv auch am Markt tätig sind. Auch auf europäischer Ebene ist das ein heiß diskutiertes Thema, weil das eben wirklich gefährlich ist,
sich da so einem Tool zur Gänze auszuliefern. Also es sind immer die Experten und Expertinnen in den Webagenturen, die da eine ganz essentielle Rolle spielen bei der Verbesserung, technischen Verbesserung der Webseite zuerst, bevor man auch nur ansatzweise an irgendwelche solche unter Anführungsstrichen Zaubertools denkt. Herr Nussbaum, Sie wollten noch was dazu erwidern. Also manche von den Tools haben sogar in Amerika Werbungsverbot. Die dürfen gar nicht mehr mit Barrierefreiheit und so weiter werben, weil die so schlecht sind. Also, und die sind jetzt auf den europäischen Markt gekommen. Also. Ich hoffe, dass bei uns einmal das Verbot auch kommt, dass die nicht mehr werben dürfen. Das war mal der eine Kommentar. Der zweite ist, komplett konforme Seite, es kommt immer darauf an, also komplett richtlinienkonforme Seite muss jetzt nicht unbedingt viel teurer sein als wir normale. Auch bei der Implementierung nicht. Es kommt immer darauf an, wo man aussetzt. Ist das ein Relaunch, habe ich 10.000 Seiten oder noch mehr im Hintergrund oder kann ich ab von Scratch arbeiten? Das heißt, ab von Scratch kommt die Seite. Ich traue mir jetzt zu behaupten, nicht wesentlich teurer. Vor allem, wo man sich mal schon die ganzen Dinger zurechtgelegt hat, so Patterns, Implementierungstechniken und so weiter, wo man da so einen kleinen Katalog für sich selber hat, wo man darauf zurückgreifen kann, dann geht es relativ fix. Also zum Beispiel, da muss ich nicht immer ein Menü komplett neu programmieren, sondern greife in meinen Baukasten und hole mir einfach das Menü raus, die JavaScripts, wo ich dafür brauche und so weiter. Wo man schon Templates gemacht hat und so weiter, dann kann man auch immer wieder auf den Baukasten zurückgreifen. Und so gelingt es eigentlich auch, dass man relativ oder relativ kostengünstig auch komplett konforme, also WCAG-konforme Portale aufbauen. Zumindest was das Grundgerüst betrifft. Und dann kommt natürlich der redaktionelle Teil und da muss natürlich schon auch geschaut werden, okay, dass eben die Barrierefreiheit gewahrt bleibt. Also wie gesagt, Alternativtexte noch nicht, ist ein Mehraufwand, keine Frage. Nur eben, man muss ganz genau differenzieren, braucht jetzt das Büdel einen Alternativtext oder nicht. Also wie Sie ja richtig gesagt haben. Und also, wenn man das Ganze von vornherein berücksichtigt, dann bleibt eigentlich die Kostenkurve relativ flach. Nein, danke, Sabine, du hast da gerade die Hand Ja, gehoben. vielleicht bei den Alttexten würde ich vielleicht auch gleich einhaken oder bei den redaktionellen Grundlagen. Ich habe so das Gefühl gehabt, über den ganzen Prozess hinweg, wenn man redaktionell barrierefrei aufbereiten möchte, dann gibt es so drei, vier Kriterien, die was wirklich wichtig sind. Das ist entsprechend die Linktexte entsprechend kennzeichnen oder ausformulieren, Alttexte dazugeben, bestmöglich halt zu schauen, dass es mit zwei Sinneswahrnehmungen wahrzunehmen ist, eben diese Strukturierung und die Überschriftenhierarchien wahrzunehmen. Eigentlich das, was so also Formatvorlagen oft schon vorgeben. Und bei den Alttexten, da denke ich mir, also das ist mir nicht oft passiert bei den Kriterien, aber bei den Alttexten, da habe ich so das Gefühl gehabt, das ist auch ein bisschen eine Geschmacksfrage, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und da gibt es ja etwas Eindeutiges. Also wir haben versucht, das zu definieren, wie wir Alttexte austexten. Und trotzdem macht es bestimmt jede Redakteurin und jeder Redakteur unterschiedlich, weil jeder etwas unterschiedlich beschreibt. Man kann es nur sagen, okay, bleiben wir möglichst objektiv, beschreiben wir nur das, was man sieht. Sehen, dass vielleicht jene, die diesen Alternativtext nicht mitbekommen, jetzt nicht benachteiligt sind. Das finde ich ja auch einen interessanten Ansatz. Dann geht es schon leichter als Texten. Und auch, was Reinhard, du angesprochen hast, braucht es den jetzt oder braucht es den nicht? Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, die jetzt einen Screenreader nutzen und sagen: Hey, ich würde es auf jeden Fall. Ist mir egal, was dort jetzt noch steht, aber wenn das jemand anderer wahrnehmen kann, möchte ich es auch wahrnehmen können. Und andere sagen, na, also ich möchte bitte wirklich in den Content gehen und genau, also das ist mal das Wesentlichere. Aber ich weiß nicht, wie Sie da diese Wahrnehmung haben. Frau Prinz, vielleicht noch ein Talk dazu, dann werden wir die beiden wieder vom Podium entlassen.
Ja, also ich sehe es auch so. Es ist so, Frau Schneepflettner, wie Sie sagen. Also es ist nicht immer eindeutig, ob jetzt ein Bild einen Alternativtext braucht oder nicht. Und es geht auch nicht darum zu beschreiben, was man sieht, sondern was das Bild transportieren soll. Deswegen ist es auch oft schwierig, das zum Beispiel als Dritter oder als Außenstehender zu tun oder fast unmöglich, das als Außenstehender zu tun unter Umständen, weil man nicht ganz klar manchmal wissen kann, was will der Autor dieses PDFs zum Beispiel oder dieses Berichts eigentlich transportieren mit dem Bild. Das heißt, das macht es wirklich manchmal schwierig, das dann entsprechend zu formulieren. Und Einbindung von Menschen mit Behinderungen ist da auch oftmals sehr hilfreich, weil man kann durchaus fragen und man kann sich anschauen, wie navigieren blinde Menschen beispielsweise über eine Seite. Und wenn man sich das dann vom Screenreader vorliest, lesen lässt und man merkt, das ist eigentlich, macht gar keinen Sinn, dass man da jetzt das Bild übersetzen lässt oder erklären lässt, dann, ja, dann hilft einem das auch oft weiter. Okay. Ich sage an der Stelle mal vielen Dank auch an Peter Pleuer, Rainer Posch von Voconicom, dass ihr unsere Erfahrungen auch mit uns hier geteilt habt. Und vor allem, wenn ihr noch dabei seid, die halbe Stunde, die wir noch diskutieren werden hier. Ich würde gerne gleich den Punkt aufgreifen, Frau Burns, den Sie jetzt gerade aufgespielt haben, die Einbindung Betroffener. Sabine, du hast kurz berichtet, wir haben das versucht, ein Stück weit zu machen. Teilweise wirklich immer Betroffene mit einer Sehbehinderung, mit Menschen, die mit, wir haben auch Expertinnen dabei gehabt, die mit solchen Zielgruppen arbeiten, ja. Die Frage ist natürlich immer, nicht nur über die Menschen reden, für die etwas ist, sondern auch mit ihnen reden, ja, ist, denke ich, ein guter Grundsatz. Aber die Frage ist, was bewährt sich da aus? Wie würden Sie beiden das sehen, wenn man so einen Prozess eines barrierefreien Redesigns oder Design einer Website angeht? Wie binde ich gut Menschen ein, die einfach eine Form von Beeinträchtigung erleben beim Surfen online, die einen Unterschied macht und wo man mit Barrierefreiheitskriterien, wenn man die berücksichtigt, einfach wirklich einen Unterschied machen kann, auch dass das zugänglicher wird? Was sind da bewährte Vorgehensweisen in Ihren Augen? Herr Nussbaum, vielleicht spreche ich Sie mal direkt mit an. Ja, also es kommt auch immer ein bisschen auf das Budget Ja. drauf. Die Prozesse, da ist es leider nicht möglich, dass man einen Menschen mit Behinderungen einbindet. Weil ich bin da schon der Meinung, dass, wenn man jetzt die Menschen einbindet, die sollen natürlich auch ein bisschen was für die Arbeit kriegen. An Kohle und so weiter. Weil nur aus Jux und Dollerei, ist das immer so eine Geschichte. Das war mein Punkt. Wenn man das Budget hat und man kann natürlich auch Menschen mit Behinderungen einbinden, ist das eine super Geschichte. Die Zielgruppe, die von Barrieren mit Abstand am schwersten betroffen ist, das sind auf jeden Fall blinde Leute. Und da würde jetzt nicht nur eine blinde Person einbinden, sondern mehrere. Hintergrund ist der, dass einfach die Fähigkeiten sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt Leute, blinde Menschen, die mit dem Computer nur sehr, sehr schwer umgehen können. Also nur so, ja, irgendwie halt, dass gut funktioniert. Und dann können sie halt Webseiten lesen, ja, und dann ist halt die kleinste Barriere schon ein riesengroßes Problem. Auf der anderen Seite gibt es dann sagen wir mal, Power-User, die überhaupt kein Problem haben und die ja über sehr, sehr viele ja, Barrieren drüber oder hinwegkommen. Und da ist jetzt natürlich fatal, wo man genauso einen Power-User zum Testen hernimmt. Weil da einfach dann, man hat jetzt nicht unbedingt so das super Bild dann. Am besten sicher zwei, drei, vier Menschen drüber schauen lassen. Das wäre natürlich das Optimalste. Spielt sich in den meisten Fällen leider nicht. Und da kommen jetzt eigentlich genau die Regeln ins Spiel, die Web Content Accessibility Guidelines, weil da haben ja auch sehr viele Menschen mit Behinderungen mitgearbeitet. Genau bei diesen Richtlinien. Und das ist eben ein sehr, sehr gutes Regelwerk, wo eigentlich alle Behinderungsarten gleichermaßen berücksichtigt. Und
Also vor man jetzt gar nichts tut und keine Menschen mit Behinderungen involvieren kann, dann soll man sich zumindest genau diese Richtlinien vorknöpfen, genau verstehen, wieso und warum. Und dann kriegt man ohne, ich sag's jetzt einmal, ohne große Rückbindung auch was Vernünftiges stand. Und Wann, wie es würden Sie denn entscheiden, wann hält man sich vor allem an die Guidelines, wann bindet man Betroffene ein? beides. Am besten natürlich beides. Ja. Also man baut einmal das Grundgerüst nach den Richtlinien. Und wenn man dann einmal erste Prototypen hat, also am besten schon bei Prototypen, nicht erst am Schluss, so 2 Tage vor dem Relaunch, da sind wir dann schon mit Abstand viel spät, sondern am besten schon bei den ersten Screen Designs. Wenn da der Grafiker, der Designer schon mal irgendein Mock-up mit Photoshop zum Beispiel gemacht hat, wo man da schon einen Sehbehinderten oder einen älteren Menschen draufschauen muss. Der kann dann genau sagen, ja, aber die Farbe, die schaut jetzt nicht so ganz gut aus, das ist schwarz und lesen, oder überhaupt, das Ganze ist viel zu komplex und viel zu, Vielleicht dann nochmal auch. kurz zum Jargon. Mockup wäre also so ein, quasi ein grafischer Entwurf, wo ich mal sehen kann, wie könnte das dann aussehen, oder? Genau. Ja. Und wenn da schon mal erste Kritikpunkte kommen, dann sollte man sich da schon gleich mal am Anfang überlegen, okay, gehen wir jetzt mit genau der Geschichte weiter oder tun wir da mal ein bisschen die Form ändern, da vielleicht das Layout, dass das Ganze besser benutzbar ist. Das heißt, die ersten Fehler habe ich da schon mal ausgeschlossen. Die muss ich hinterher nicht mehr ausbügeln. Dann, wann einmal ja, verabschiedet ist, wie es dann ausschauen soll, dann gibt es irgendwann sicher mal HTML-Prototypen. Oder mache ich zumindest, bevor ich das Ganze in Templates gieße fürs CMS, fürs Content-Management-System, mache ich immer HTML-Prototypen. Das heißt, die auch komplett konform sind schon. Und da lasse ich unter Umständen dann Leute drüber schauen. Und wo dann rauskommt, ups, ja, das sollte man nachschärfen, dann habe ich die im Prototypenstadium schon wieder ausgeschlossen. Und dann werden diese Prototypen in das Template überführt, in das CMS. Das heißt, dann habe ich schon einmal ein Grundgerüst im CMS, das wirklich gut barrierefrei ist. Und dann kommt einfach der nächste Schritt, wo man dann sagt, okay, jetzt sind die Autoren dran. Die klopfen Inhalte hinein und dann wird man 3, 4, 5, 6, 7 Seiten herauspicken und dann nochmal Personen drüber schauen muss. Und in der Regel kommt dann in dieser letzten Phase, kommt da gar nicht mehr so viel aus. Also da ist man dann schon relativ, ja, ich sage jetzt einmal safe, dass das also der Weg ist, wo man gehen kann. Und wenn man Benutzertests macht, dann nicht nur vielleicht Menschen mit Behinderungen involvieren, sondern auch ältere Leute. So 70 plus vielleicht. Oder Jugendliche. Oder quer durch die Bank. Da wird auch total viel rauskommen. Ich möchte jetzt kurz einhaken, Herr Nussbaum, Sie haben jetzt sehr schön beschrieben, wie sozusagen der Entwicklungsprozess aussehen kann, an welchen Stellen Sie meinen, dass es sinnvoll ist, Betroffene zu involvieren. Sie verstanden, die Kriterien, die Guidelines, die es gibt, die machen einen sehr guten Ausgangspunkt, weil die sind ja auch unter Involvierung solcher Personen entstanden. Das heißt, man sollte was zum Herzeigen haben, was wirklich auch ausprobiert werden kann. Ich erinnere mich, Sabine, vielleicht kurz an dich. In unserem Prozess, den wir da hatten bei Erwachsenenbildung.at, war es ja so, dass wir sehr früh schon zum Beispiel mit Sehbehinderung involviert haben. Und es war ja durchaus auch ein Thema, dass der uns ein bisschen geholfen hat zu verstehen, warum das eigentlich so wichtig ist, oder? Ja, ich hoffe, ich komme jetzt noch auf das Richtige, was du meinst, aber Ja. prinzipiell genau, wir haben ihn recht früh involviert und ihn eben einmal gebeten, über unsere Seite zu schauen, also gemeinsam, wir haben das über Zoom gemacht. Und uns zu sagen, was er da liest oder wo er hinkommt. Und das war schon sehr augenöffnend, wie wir gemerkt haben, okay, er ist jetzt noch auf der Startseite und die Inhalte, die er mir jetzt vorliest oder die er wahrnehmen kann, das ist nicht das, was wir gern hätten, dass er wahrnimmt. Also da war er meilenweit entfernt von der
Navigation, dass er in die Inhalte reinkommt, überhaupt, die er vielleicht brauchen könnte, sondern er war im Slider und hat also Schaufenster vorgelesen quasi. Und dann war es uns klar, wo es jetzt nochmal, also wie grundsätzlich das eigentlich ist, woran wir arbeiten. Also, dass es eben diese Navigation einmal schon ist, die nachgeschärft werden muss und wo wir ganz gut hinschauen müssen. Also das war schon sehr augenöffnend, muss ich sagen. Und gleichzeitig, was auch interessant war, wir haben eben ein Format, das ist das Magazin Erwachsenenbildung.at, das wird immer wieder auch also es wird als PDF dargestellt und angeboten. Und wir haben uns gedacht, okay, wir haben jetzt total viele Magazine, jetzt waren es das Nummer 51 ist jetzt noch, Nummer 50 ist rausgekommen. Wie können wir das barrierefrei darstellen? Haben sie mir mal geschickt mit den Anpassungen hinsichtlich InDesign. Und was die Rückmeldung war, und das war für uns ein bisschen beruhigend, war, dass er gesagt hat, ja, er kann es lesen, er versteht, also er kann es navigieren und er kann die Inhalte nachvollziehen. Und da habe ich auch gemerkt, okay, also an Bug oder diesem Überprüfungstool wird es auf jeden Fall nicht standhalten, aber eine Person, die Screenreader nutzt, kann zumindest das Magazin schon einmal entsprechend lesen und navigieren. Also da habe ich auch gemerkt, wie groß da oft vielleicht auch die Unterschiede sind zwischen technischer Überprüfung und wie man es dann tatsächlich der Mensch nutzt. Genau. Danke. Da kurz einhaken. Wenn das bei mir, Aber bitte. und zwar war ein richtig schönes Stichwort Pack. Das Stichwort war wie? Pack, der Pack, also ein PDF-Checker. Fehler sozusagen, ja? Das ist ein automatisiertes Prüftool. Und da gibt es leider auch den Irrglaube, nur wenn der Pack lauter grüne Hackerlen anzeigt, dann ist das Ding barrierefrei. Das Ding ist leider nicht so, oder dem ist leider nicht so. Ich kann ein PDF machen, das grüne Hackerl hat, und sowas von nicht barrierefrei ist wie nur irgendwas. Also da ist auf jeden Fall wichtig, dass man mit der Screenreader-Vorschau im Pack einmal schaut, sondern mal die ganzen Inhalte da. Sind die ganzen Inhalte lesbar? Das ist wesentlich wichtiger, dass das da richtig schön aufgelistet ist und halbwegs auch Struktur hat, als wie das jetzt lauter grüne Hackerlein hat. Und in der Regel, natürlich ist schön, wenn alle Hackerl grün sind, aber wichtig, noch wichtiger ist eben die Screenreader-Vorschau und dass da keine Information verloren geht. Also dass man genau dies nachprüft. Ich hätte jetzt, also ich möchte ein bisschen einen anderen Aspekt jetzt einbringen in die Diskussion als Frage, der sich jetzt mir ein bisschen aufgedrängt hat in den letzten Statements auch. Und zwar frage ich mich, wie der Umgang mit dem Thema barrierefreier zu werden ein Stück weit dazu zu tun hat, wie wir als Umsetzer uns, was wir da empfinden. Ja? Ich denke zum Beispiel an sowas wie, niemand möchte diskriminierend sein. Und man schaut eine eigene Website an und sagt, pah, ebenso wie wir damals, oder Sabine, dieses Beispiel. Da kommt man drauf, ups, jetzt haben wir uns alles viel einfacher vorgestellt oder besser. Und dann erlebt man jemanden, wie er an dem scheitert. Ja? Und man hat eigentlich versucht, eine breite Öffentlichkeit zu richten. Und dann schämt man sich ja fast, oder? Man möchte niemanden ausschließen, man möchte niemanden diskriminieren. Man hat aber so das Gefühl, das ist total unangenehm, das zu erleben. Ja? Und eine andere Dimension, die auch mit Scham zu tun hat, ist die, die immer wieder in Gesprächen auch höre und die wir durchaus auch diskutiert haben, intern, nämlich man kann ja auch eben Expertinnen, Experten ein System, eine Webseite beurteilen lassen. Die FFG Frau Purns hat ja den Auftrag, soweit ich verstehe, auch seitens der öffentlichen Hand, den Gesetzen und den Kriterien auch zur Durchsetzung zu verhelfen, auch Seiten zu prüfen. Da ist man ja auch sozusagen in dieser Situation, nicht? Lassen wir uns da schon in die Karten schauen. Polieren wir mal drüber, lassen wir ein paar Tools drüber laufen, vielleicht schaut es besser aus. Ja? Also man kommt so in die Situation von, man hat vielleicht ein Produkt, das noch nicht so, das nicht barrierefrei ist, das eigentlich diskriminierend ist in dieser Weise. Wie sind das verbunden? Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Sind sozusagen diese Vorbehalte, auf die Sie stoßen, wenn Sie beraten oder evaluieren, auch ein Stück aus dem genäht, dass jemand das so unangenehm ist? Ja, also das ist natürlich schon dann, also kann man nachvollziehen, dass einem das unangenehm ist, wenn man merkt,
die Seite diskriminiert oder schließt eine Zielgruppe aus. Also gerade wenn man natürlich eine öffentliche Stelle ist und zum Beispiel von Steuergeldern finanziert ist, und dann schließt man einfach Menschen aus, dieses Angebot konsumieren zu können. Das ist natürlich unangenehm. Warum Aber müssen Sie zum Beispiel fürchten, wenn Sie kommen mit der FFG und sagen, es genau, kriegen die nein, also es Seite? ist eben, Ist das so? es, nein, also man muss sich eben gar nicht fürchten, Ja. weil wir sind die Monitoring- und Servicestelle des Bundes, also wir haben den Auftrag, die Webseiten öffentlicher Stellen uns anzuschauen. Also wir ziehen natürlich immer Stichproben, wir können nicht jedes Jahr alle anschauen, sondern wir schauen immer einige an, teilweise eben sehr eingehend. Also wir schreiben da auch sehr ausführliche Reports, die aber primär dafür da sind, für die Einrichtung selber. Also wenn jetzt Ihre Seite zum Beispiel in der Stichprobe landet, mittels Zufallsprinzip oder auch weil jemand sich bei der Beschwerdestelle zum Beispiel, wir sind auch die Beschwerdestelle des Bundes, beschwert hat, dass die Seite nicht in Ordnung ist, dann würde die Seite in die Stichprobe kommen, fürs nächste Jahr zum Beispiel. Das ist, dann schauen wir uns die eingehend an. Wir informieren auch vorab, bevor wir so einen Check durchführen, nicht weil wir Mithilfe zwingend brauchen, also brauchen wir eigentlich nur, wenn es um Login-Bereiche geht, wo wir einen Test-Account brauchen, dann brauchen wir da eine gewisse Mithilfe, aber im Prinzip brauchen wir da keine Hilfe. Wir informieren einfach vorab, bevor wir so einen eingehenden Check machen. Das dauert dann unter Umständen ein paar Wochen. Dann ist der Report fertig, der eben sehr umfassend ist, wo auch Handlungsempfehlungen drinnen sind. Also wir listen nicht nur Fehler auf oder Barrieren auf, sondern wir erklären auch, wie man die bestmöglich beheben kann. Und diesen Report übermitteln wir dann der Einrichtung, die wir uns da angeschaut haben, oder der Betreiberin der Webseite. Und das soll eine Unterstützung sein, um eben diese Barrieren nach und nach beheben zu können. Und wir bieten auch Beratungsgespräche an. Also wir setzen uns dann auch gerne mit der Einrichtung zusammen und arbeiten diesen Bericht, wenn gewünscht, Punkt für Punkt durch und beraten da. Wir selber haben immer eine Agentur dabei, weil wir die Monitoring-Checks an sich nicht intern durchführen, sondern mit externen Agenturen arbeiten wir da zusammen, die das machen und eine sehr große Expertise haben. Wir haben die Expertise zwar intern auch, aber können nur stichprobenartig unsere Agenturen überprüfen, weil das einfach ein großes Volumen ist, was wir da jedes Jahr zu prüfen haben. Aber da gibt es eben ganz viel Beratung und Unterstützung von unserer Seite, wenn man es in Anspruch nehmen will. Das ist natürlich freiwillig. Und es gibt keine Sanktionen. Also es ist nicht so, wenn jetzt jemand sehr viele Barrieren auf der Webseite hat, dass wir dann eine Geldstrafe verhängen dürften. Das sieht das Webzugänglichkeitsgesetz nicht vor, auf dem unsere Arbeit basiert. Aber natürlich ist es schon Strafe genug für einen selbst zu wissen, dass man einfach eine große Zielgruppe ausschließt. Also Menschen mit Behinderungen unter Umständen, ältere Menschen, also dieses ganze Thema Aging Society ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht auch Menschen, die nicht muttersprachlich Deutsch sind, weil ich eine zu komplizierte Sprache verwende. Also ganz viele Zielgruppen, die da interessant unter Umständen sind, die ich dann verliere. Danke. Also man muss sich nicht fürchten und man kriegt mehr als eine Überprüfung sozusagen, verstehe ich, ne? Das ist auch die Leistung und die kann man dann nutzen, um auf der Basis weiterzuarbeiten. Herr Nussbaum, Sie haben sich auch zu Wort gemeldet. Da muss ich jetzt ein bisschen einhaken, vielleicht da jetzt ganz bös und ein bisschen Jetzt wird's spannend. sarkastisch. Na, weil so, jetzt löse ich nur die Hand oben. Sehr vielen Webseitenbetreibern und Betreiberinnen, das sonderbar Behinderten, das gibt relativ wurscht. Ehrlich gesagt. Die haben auch keine Scham oder sonst was, wenn es einfach heißt, naja, da werden ein paar halt ausgeschlossen. Wo man dann sagt, naja, es gibt in Österreich 2.500 oder 3.000 Blinde. Da wird halt dann dagegen gehalten, naja, wieso soll ich jetzt 10.000 Euro in Tod nehmen für die paar Leute? Und leider, ich traue mich zu behaupten, so circa 90% aller Webseitenbetreiber und Betreiberinnen sollen circa gehen genau in diese Richtung. Also da ist das Thema relativ wurscht. Wenn man allerdings die Barrierefreiheit von der anderen Seite sieht, dass ja die Barrierefreiheit allen Menschen hilft, einem Menschen mit einem Handy
der hat in bestimmten Situationen genauso eine Behinderung. Kleines Display. Das heißt, sämtliche Webseiten, die nicht responsive gestaltet sind, da sind alle Personen mit dem Handy genauso behindert wie alle anderen. Und Benutzer und Benutzerinnen mit Smartphones, da haben wir doch sehr, sehr viele in der Gesellschaft, die mit dem Smartphone surfen und Webseiten besuchen. Und da schaut das Ganze dann schon wesentlich anders aus. Da ist die Gruppe ganz, ganz riesig. Da gibt es ja viele, also einige Beispiele, nicht, wo man sieht, wer wie von einem barrierefreien Redesign auch zum Beispiel also profitieren kann. Ja. Sehr bekannt ist ja dieser Effekt, den man mit der Bordsteinkante vergleicht. Vielleicht mag den kurz jemand von Ihnen beschreiben, weil es, glaube ich, sehr anschaulich ist. Ja. Frau Purns, vielleicht darf ich es Ihnen zuspielen jetzt, damit man ein bisschen Sie abwechseln. meinen, dass es mehreren zugute kommt, wenn ich eine Genau. Rampe habe, Genau, kommt also. auch Müttern, nicht nur Menschen, die im Rollstuhl sitzen, zugute, sondern auch Müttern, die einen Kinderwagen schieben müssen oder jemand, der einen Wagen hinter sich herzieht und da auch dann profitiert. Ja, genau. Also es sind oft ist die Zielgruppe viel größer, als man jetzt im ersten Blick meinen würde. Es geht nicht nur um Menschen mit Behinderungen, es geht auch um Menschen mit Behinderungen. Geht eigentlich um uns alle. Und man kann pauschal sagen, eine barrierefreie Webseite ist eine wesentlich bessere Webseite für alle Menschen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, egal an welche Zielgruppe ich da denke, es lohnt sich auf jeden Fall, das anzugehen und die Seite barrierefrei zu machen. Also gibt es noch so weitere so Fun Facts von Vorteilen von Barrierefreiheit? Ich schaue jetzt gerade ein bisschen auf die Uhr. Ich habe gesehen, die Diskussion ist schneller hingegangen. Wir haben gar nicht mehr so lange Zeit. Herr Nussbaum, fällt Ihnen noch was ein? Was lohnt sich barrierefrei zu machen, weil wir viel mehr Effekt haben, als wir glauben? Naja, Suchmaschinenoptimierung. Ich habe noch nie eine Suchmaschinenoptimierung gemacht. Ich habe nur geschaut, dass die Webseiten barrierefrei sind. Jetzt rede ich gegen das Geschäft von der Suchmaschinenoptimierung. Jetzt bin ich ganz bes. Wurscht. Ich sage immer, man soll die Kohle, das ganze Geld in die Barrierefreiheit stecken und nicht in die Suchmaschinenoptimierung. Oder nur einen kleinen Teil, weil sehr, sehr viel von der Barrierefreiheit geht wirklich einhand mit Suchmaschinenoptimierung, weil die ganzen Suchmaschinen, die sind ja auch nichts anderes wie behinderte Benutzer. Die Suchmaschine sieht nicht. Das heißt, sie muss indizieren können. Indizieren kann sie nur Texte und so weiter. Gut, jetzt mit KI teilweise auch Bilder und so weiter. Aber alles, was Text ist, ist besser indizierbar. Wenn eine gute Überschriftenstrukturierung da ist, schön der Reihe nach, dann weiß die Suchmaschine, aha, Hauptüberschrift, Unterüberschriften, da geht es um das und das. Schwuppdiwupp, besser indiziert und es wird einfach belohnt mit einem besseren Ranking. Und Da wie haben Sie jetzt gesagt, ein Like von der Webagentur gerade im Chat. Ja, danke ja, bekommen für dieses Statement. na, ist er so. Und wie gesagt, ich kenne Firmen, die investieren im Monat keine Ahnung, wie viel 1.000 € in die Suchmaschinenoptimierung. Ich darf einmal sagen, die Hälfte von dem Geld in die Barrierefreiheit investieren würden und vielleicht noch ein kleines bisschen, um das noch ein bisschen besser optimieren, dann war alle wesentlich besser geholfen. Das ist ein Fun Fact. Oder der zweite Fun Fact: Bei einer barrierefreien Webseite findet man Inhalte wesentlich schneller. Das heißt, das kommt auch wieder alle zugute. Es gibt Untersuchungen, wann Webseitenbenutzer oder Benutzerin nicht innerhalb von 20 Sekunden das findet, was sie sucht oder er sucht, dann wird er vom Portal weggehen und nicht mehr so schnell wiederkommen. Und bei barrierefreien Webseiten findet man Inhalte auch wesentlich schneller. Sind besser benutzbar und und. Also es hat eigentlich nur Vorteile. Gibt viele Vorteile. Ich habe noch eine Frage im Chat vorher gehabt. Vielleicht kann man die ganz kurz beantworten, damit wir noch im Zeitrahmen bleiben. Die Frau Katzenbach hat gefragt, wo könnte ich anfangen, wenn die Website bereits erstellt ist, das Budget begrenzt ist und die Arbeit der Webagentur nicht hundertprozentig zufriedenstellend war? Gibt es wahrscheinlich viele Ansatzpunkte.
Dann kommt es ehrlich gesagt darauf an, was war mit der Webagentur ausgemacht. Wann da vereinbart worden ist, okay, WCAG 2.1 Doppel-A konform, dann Reklamieren, oder? würde ich auf jeden Fall reklamieren, weil dann ist die Agentur auf jeden Fall in der Pflicht, zu liefern. Und wenn sie ein Jahr braucht, oder 2 Jahre, oder noch länger. Das ist der erste Punkt. Dann Eigenevaluierung nie verkehrt. Das heißt, einmal die Richtlinien anschauen. Ist ein steiniger Weg, muss ich dazugeben, wo man es noch nie gemacht hat. Aber einfach mal in den Richtlinien nachschauen, okay, um was geht es? Und dann nochmal selber wirklich durchspielen anhand der Richtlinien, passt es oder passt es nicht. Das kann man an ein paar ganz wenige Sachen relativ schnell erkennen, ist eine Webseite barriere- oder WCAG-konform oder nicht. Das geht relativ schnell. Weil es sind im Prinzip immer die gleichen Fehler. Okay, Oder ja, so. Herr Katzenbach, das ist jetzt auf die Schnelle ein bisschen beantwortet, was Ihre Frage war. Wir sind am Abschließen. Ich hätte noch, glaube ich, ungefähr 20 Fragen hier notiert als Diskussionsimpulse. Wir könnten noch lange reden, aber da fehlt uns einfach die Zeit. Und ich möchte auch achten. Ich möchte sagen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier Frau Burns, Herr Nussbaum, Sabine und alle, die hier auch mitgemacht haben, teilgenommen haben. Kommen auch erste Rückmeldungen im Chat herein. Auch Dankesworte, das finde ich sehr schön. Ich fand es selber auch sehr spannend und anregend. Ich danke, dass Sie sehr konkret auch geantwortet haben auf unsere Fragen und Überlegungen. Das war unser Ziel, dass wir es anschaulich auch machen. Für die Teilnehmenden gibt es jetzt noch einerseits den Hinweis, wenn Sie eine Bestätigung brauchen, dass Sie hier mit dabei waren, dann können Sie sich im Buchungscenter, vielleicht nochmal kurz die andere Folie, Martina, wo Sie sich angemeldet haben, gerne auch die Teilnahmebestätigung abholen. Die ist ab sofort verfügbar für Sie dort. Falls Sie das Mail, das Sie bekommen haben, nicht mehr finden sollten in Ihrem E-Mail-Programm, können Sie einfach hier den Code scannen oder diese kurze Adresse sich da abtippen und dort nochmal die Mailadresse eintragen. Dann finden Sie wieder hin und können dann die Teilnahmebestätigung sich abrufen. Das ist mal das eine, wenn Sie das als Weiterbildung und als Nachweis brauchen würden. Das zweite ist, wir laden sehr gerne ein, geben Sie uns ganz kurz Feedback in unserem Online-Fragebogen. Das ist nochmal sichtbar auf der anderen Folie. Sind nur 5 Fragen, ganz kurz. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung für diesen Web-Talk. Das hilft uns immer auch zu lernen. Und Sabine, du hast früh gesagt, es ist so ein Schleifenprozess, auf dem man sich begibt mit Barrierefreiheit. Wir haben jetzt einmal ein Projekt abgeschlossen, haben die Seite barrierefreier relaunched sozusagen. Aber schon am nächsten Tag kam ein E-Mail einer Kooperationspartnerin. Wisst ihr eigentlich, wie eure Website gerade aussieht? Und denk, was? Alles durchgetestet. Wie kann es sein? Wie kann es eine Userin geben, wo plötzlich alles nur mehr Kraut und Rüben ist? Und Gott sei Dank haben wir da eine gute Webagentur an der Seite, die sich das angeschaut und dann auch schnell löst. Da bin ich auch sehr dankbar nochmal an euch, Reinhard und Petra, dass das so gut funktioniert. Und wir werden dann auch viele solche Dinge entdecken, aber so ist es einfach. Dranbleiben ist wichtig, habe ich verstanden in der Diskussion. Lernwillig bleiben, kritikfähig bleiben, ja. Damit wir gemeinsam, denn worum geht es letztendlich? Es geht um Inklusion, es geht darum, keine Barrieren und keine Hürden aufzubauen, die man vermeiden kann. Und nebenbei erledigt man bei so einem barrierefreien Webdesign noch ganz viel mit. Webseiten werden auch für Suchmaschinen leichter benutzbar, für viele Menschen einfacher benutzbar. Und auch wenn man vielleicht nicht immer Designpreise da gewinnt, was manchmal eine Kritik ist, sozusagen barrierefreien Redesign, dass es dann manchmal nicht mehr ganz so schön ausschaut, wenn man gewisse grafische Verliebtheiten nicht mehr realisieren kann. Aber wir realisieren sozusagen da mehr Zugänglichkeit und das ist ein wichtiges Ziel in der Bildung. Danke für die Zeit an diesem Mittwochnachmittag. Schöne Adventszeit noch in die Runde und vielen Dank und alles Gute. Thank you.